Können Sie grundsätzlich erstmal was zum Modus sagen, wie die Testspiele ablaufen? Ja, wir haben uns dafür entschieden, oder was heißt dafür entschieden? Wir haben das so geplant, dass wir morgen zwei Testspiele haben, die jeweils zweimal 25 Minuten sein werden, weil das für die jetzige Belastungszeit perfekt ist der Jungs, dass sie dann aber auch in dieser Phase Vollgas geben können. Und ja, das haben wir ein bisschen verändert im Vergleich zum letzten Jahr. Das sind ja auch die ersten Testspiele. Letztes Jahr hatten wir einen kleinen längeren Vorlauf, bevor wir ins Zillertal gekommen sind. Da haben wir noch in Bremerhaven gespielt. Jetzt sind das die ersten Testspiele. Von daher wird es wichtig sein, da auch erstmal reinzukommen. Deshalb will ich eine schnelle Pause haben, nach 25 Minuten wieder. Aber vor allen Dingen halt auch dieses Thema, nicht in dieses Loch zu fallen, so in der 30., 35., das du normalerweise hast dann in den Testspielen, wo es dann ein bisschen weniger wird. Das wollen wir eigentlich vermeiden. Das heißt, wie sehen denn konkret die Spielanteile der Spieler aus? Ja, die meisten werden jeweils 2x25 spielen. Wir werden auch recht klar teilen, die beiden Spiele. Eine Mannschaft das erste Spiel, die andere Mannschaft das zweite Spiel. Es gibt einige Spieler, die nicht ganz die ganze Spielzeit machen werden. Finn Bartels wird wahrscheinlich nicht 50 Minuten spielen. Niklas wird auch nicht 50 Minuten spielen, was aber ganz deutlich gesagt 0,0 im Knie zu tun hat, auch die letzten beiden Tage jetzt, sondern es ist einfach, ich habe es glaube ich auch irgendwo schon gelesen, der kommt aus einer halbjährigen Verletzung. Da geht es um Belastungssteuerung, da geht es nicht um Rücksichtnahme auf das Knie direkt, aber er wird morgen auf jeden Fall spielen. Ja, Pizza wird noch nicht spielen, das war aber auch so geplant und alle anderen sind einsatzfähig und werden ihre Zeit bekommen. Wie würden Sie die Qualität der Testspielgegner? Das ist immer eine schwierige Frage vor dem Testspiel. ja, also man muss schon sagen, dass wir gegen Karlsruhe, würde ich uns mal jetzt rein auf das Spiel gesehen, nicht als Favorit bezeichnen. Karlsruhe ist schon ziemlich weit, viel deutlich weiter in der Vorbereitung als Zweitligist. Das wird schon ein harter Test, denke ich, aber das ist auch okay. Es wird auch für den einen oder anderen U23-Spieler, werde ich das auch mal nutzen, um einfach zu sehen, wie das gegen das Niveau möglich ist. Und im ersten Test bin ich ehrlich gesagt gespannt. Das ist ein Erstliga-Aufsteiger in die österreichische erste Liga. Und wir werden sehen, wie sich das darstellt vom Niveau her. Aber ganz klar, dass da auch keine falsche Erwartung entsteht gegen Karlsruhe. Die sind deutlich weiter. Da geht es für uns wirklich um andere Dinge als um das Ergebnis.